Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz anlässlich des diesjährigen Finanzstabilitätsberichts. Dazu begrüße ich an meiner Seite Bundesbank-Vizepräsidentin Prof. Dr. Claudia Buch, im Vorstand der Bundesbank zuständig für unter anderem für Finanzstabilität und damit für die makropotentielle Seite, sowie Prof. Dr. Joachim Würmeling, zuständig für Banken und Finanzaufsicht und damit die mikropotentielle Seite. Frau Buch wird gleich die wichtigsten Botschaften des Finanzstabilitätsberichts vorstellen und danach freuen wir uns auf Ihre Fragen. Die Pressekonferenz wird live im Internet übertragen und deshalb sind alle Inhalte sofort frei zur Veröffentlichung. Frau Buch, Sie haben das Wort. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zu der diesjährigen Präsentation des Finanzstabilitätsberichts und wir sehen gerade sehr eindrücklich, dass auch der längste und schönste Sommer einmal zu Ende geht. Ist immer ein klares Zeichen, dass November ist und unsere Pressekonferenz ansteht. Wirtschaftlich muss man allerdings sagen, halten die guten Zeiten durchaus an. Wir haben sehr robustes Wachstum, hohe Vermögenspreise, eine geringe Volatilität an den Finanzmärkten und niedrige Zinsen. Und damit, wenn wir es mal jetzt im Vergleich zum vergangenen Jahr sehen, haben sich die Erwartungen weitgehend bestätigt und auch für das kommende Jahr wird ein positives Wachstum weitgehend erwartet. Dazu passend würden jetzt auch die Erwartungen, dass die Zinsen langsam ansteigen. Insofern, wenn wir jetzt hier aufhören würden, würden Sie sagen, ja, gibt es denn gar nichts Neues zu berichten im Vergleich zum vergangenen Jahr. Aber wir haben eben auch gesehen, dass sich im Finanzsystem bei hohem Wachstum, bei niedrigen Zinsen Verwundbarkeiten aufgebaut haben. Und wir hatten in den letzten Finanzstabilitätsberichten bereits darüber berichtet, die Unterschätzung von Kreditrisiken, die Überbewertung von Vermögenswerten und Kreditsicherheiten, etwa auf dem Immobilienmarkt und Zinsänderungsrisiken. Und diese Verwundbarkeiten haben sich durchaus im vergangenen Jahr weiter verstärkt. Und am Horizont ziehen bereits erste Wolken auf, die diese Verwundbarkeiten offenlegen könnten. Denn anders als im vergangenen Jahr überwiegen derzeit die Abwärtsrisiken für die weitere konjunkturelle Entwicklung. Die Themen muss ich, glaube ich, eigentlich gar nicht erwähnen, mache es trotzdem. Die ungelösten Handelskonflikte, die geopolitischen Risiken, die Handelskonflikte, die natürlich insbesondere die sehr offene deutsche Volkswirtschaft empfindlich treffen würden, wenn sie eskalieren. Und es ist nach wie vor unklar, wie genau das Vereinigte Königreich aus der EU ausscheiden wird. Das heißt, die Abwärtsrisiken sind gestiegen und wenn diese Risiken eintreten würden, würden das die damit verbundenen Korrekturen an den Märkten einsetzen würden, würde das eben auch die Verwundbarkeiten im Finanzsystem offenlegen. Auch international haben sich Verwundbarkeiten aufgebaut. Weltweit ist die Verschuldung heute deutlich höher als noch vor 10 Jahren. Das heißt, der Spielraum der Regierungen, einen möglichen Konjunkturabschwung abzufedern, ist begrenzt. Das heißt, gerade in diesen aktuell guten Zeiten sollten ausreichende Widerstandskraft gegenüber schlechteren Zeiten aufgebaut werden. Das ist ganz ähnlich wie in der Gesundheit. Die Abwehrkräfte sollten bereits lange vor Beginn der Grippesaison gestärkt werden. Wenn die Grippewelle dann erst einmal da ist, ist es auch für die Schutzimpfung zu spät. Das wissen wir alle. Nicht immer halten wir uns auch an die guten Ratschläge. Aber das heißt eben übertragen auf die Finanzmärkte. In wirtschaftlich guten Zeiten können die Risiken, die nach vorne gerichteten Risiken, unterschätzt werden. Die Wahrscheinlichkeit von einer künftig schlechteren Entwicklung und einer ausreichenden Vorsorge vernachlässigt werden. Lassen Sie mich etwas genauer auf die aktuelle wirtschaftliche Lage noch eingehen, insofern sie für das Thema Finanzstabilität relevant ist. Die deutsche Wirtschaft befindet sich aktuell im längsten Aufschwung seit der Wiedervereinigung. Von diesem Umfeld profitieren die privaten Haushalte. Sie sehen Verschuldung, Zinslast, Arbeitslosenquote, auch die Insolvenzen sind stark zurückgegangen. Das ist im Übrigen auch ein Trend, der schon vor der Finanzkrise zu beobachten war. Aktuell liegt die Verschuldung der privaten Haushalte mit rund 50% des Bruttoinlandsprodukts auf dem niedrigsten Stand der vergangenen 2 Jahrzehnte.
Entsprechend profitieren auch die deutschen Unternehmen. Auch hier die Zahl der Insolvenzen stark zurückgegangen, wie wir das ja auch im vergangenen Jahr schon gesehen haben. Die Eigenmittel der Unternehmen sind gestiegen von rund 20% auf 30% der Bilanzsumme und die Zinslast ist gesunken. Und letztlich spiegeln sich auch diese Bewertungen in den Risikoeinschätzungen der Banken. Lassen Sie mich aber zunächst noch auf die Bewertungen an den Märkten eingehen, die natürlich auch die gute wirtschaftliche Entwicklung und die niedrigen Zinsen reflektieren. Aber auch hier sehen wir schon die Verwundbarkeiten im Finanzsystem, denn aktuell wird ein vergleichsweise geringer Preis gemessen an dem historischen Durchschnitt, hier dem Mittelwert seit 2007, es wird ein vergleichsweise geringer Preis für Risiken gezahlt. Und die Preise für Immobilien sind seit der Finanzkrise gestiegen, nicht nur in den Ballungszentren. Nach Schätzung der Bundesbank weichen die Immobilienpreise derzeit um rund 15-30% von dem Niveau ab, das im Einklang mit Fundamentalwerten stehen würde. Lassen Sie mich daher etwas genauer auf die Verwundbarkeiten, die ich eben angedeutet hatte, im deutschen Finanzsystem eingehen. Zunächst zur Unterschätzung von Kreditrisiken. Die gute Lage der Unternehmen spiegelt sich in einer niedrigen Risikovorsorge der Banken. Dies hat dazu beigetragen, dass mit ein Beitrag zum Aufbau von Eigenkapital bei den Banken gewesen. Sie sehen, dass also sowohl die ungewichtete als auch die risikogewichtete Eigenkapitalquote gestiegen ist in den vergangenen Jahren. Dabei ist die risikogewichtete Eigenkapitalquote etwas stärker gestiegen und Sie sehen auch einen Unterschied zwischen größeren und den kleineren Banken. Die ungewichtete Eigenkapitalquote ist niedriger bei den sogenannten systemrelevanten Banken. Was würde nun in einem potenziell zukünftigen Konjunkturabschwung geschehen? Dabei würden die Eigenkapitalpuffer der Banken unter Druck geraten durch Kreditausfälle, durch steigende Risikogewichte. Ein Trend, den wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, nämlich eines Rückgangs der Risikogewichte, könnte sich dann umkehren. Hier sehen Sie, dass sowohl bei den Unternehmenskrediten als auch bei den im sogenannten Mengengeschäft die Risikogewichte in den vergangenen Jahren gesunken sind. Wenn man etwas weiter hereinblendet in die Kreditportfolios der Banken, sieht man, dass tendenziell die Kredite sich verschoben haben hin zu den etwas verwundbareren Unternehmen, also denen mit einer geringeren Eigenkapitalquote und einer relativ hohen Zinsbelastung. Ein weiterer Trend, der sich in einer Verschlechterung, einer zukünftigen Verschlechterung der Marktlage umkehren könnte, ist die Tatsache, dass in den vergangenen 2 Jahren die relativ geringe Volatilität an den Finanzmärkten zu einem Aufbau von Eigenkapital bei den Banken beigetragen hat. Sie sehen hier in dieser Grafik die Aufspaltung, Aufbau an Eigenkapital und wie hoch ist der Anteil, der auf einen Rückgang der risikogewichteten Aktiva für Marktrisiken zurückzuführen ist. Dieser Trend würde sich umkehren. Sie sehen, das ist ein relativ hoher Anteil. Also eine steigende Volatilität an den Finanzmärkten könnte die Banken belasten. Verwundbarkeit Nummer 2, die Überbewertung von Vermögenswerten und Kreditsicherheiten, ist eng mit diesem Thema verbunden, über das ich gerade gesprochen habe. Lassen Sie mich am Beispiel des Wohnimmobilienmarktes illustrieren, wie wir uns diesem Thema der möglichen Überbewertung von Sicherheiten nähern. Zunächst mal, der Markt für Wohnimmobilienkredite ist sehr relevant. Er macht mehr als die Hälfte der Kredite an private Haushalte und Unternehmen aus. Und unsere Einschätzung für die Finanzstabilität beruht auf 3 Indikatoren. Zunächst einmal den Preisen für Wohnimmobilien, die, wie gesagt, weiterhin dynamisch steigen. Wenn man sich allerdings die Kreditvergabe ansieht, den 2. Indikator, stellt man fest, dass die Wachstumsraten noch unterdurchschnittlich sind im Vergleich zum historischen Mittelwert. Und die Verschuldung der privaten Haushalte ist ein Indikator für die Vergabestandards, hat sich tendenziell zurückentwickelt in den vergangenen Jahren.
Das heißt, wir sehen aktuell keine Notwendigkeit, makroprudenzielle Maßnahmen spezifisch bezogen auf den Immobilienmarkt zu aktivieren. Allerdings beobachten wir diesen Markt natürlich sehr genau und nach wie vor gilt das, was wir auch schon in den vergangenen Jahren berichtet haben. Uns fehlen dazu letztlich hinreichend disaggregierte Daten, gerade wenn es um die Vergabestandards geht. Und wir sehen auch, dass die Gefahr der Überschätzung von Kreditsicherheiten, wir haben Stresstests durchgeführt, in denen wir einmal simuliert haben, was mit den Immobilienkreditportfolios der Banken passieren würde, wenn die Preise sehr stark sinken würden, wenn die gesamtwirtschaftliche Lage sich sehr stark verschlechtern würde. Und dann sieht man schon, dass das Spuren hinterlassen würde in den Portfolios der Banken. Die letzte der drei Verwundbarkeiten, die Zinsänderungsrisiken aufgrund von Fristentransformationen. In den vergangenen Jahren ist der Anteil der langlaufenden Kredite, die die Banken vergeben haben, also hier mit einer Laufzeit von mehr als 10 Jahren, stark gestiegen von 26% auf 45%. Das würde bedeuten, wenn es einen abrupten Zinsanstieg gibt, würden die Finanzierungskosten der Banken steigen. Gleichzeitig würden aber auch die Zinseinnahmen nur verzögert mit ansteigen. Strukturell wären von diesem Effekt die kleineren Banken, die Sparkassen und Genossenschaftsbanken aufgrund ihres Geschäftsmodells stärker betroffen als die größeren Banken. Sie betreiben mehr Fristentransformationen. Und eben gerade weil viele Banken gleichzeitig betroffen wären, könnte dieser Effekt, den ich gerade beschrieben habe, nicht über eine Ausweitung des Neugeschäfts mit Krediten kompensiert werden. Denn wir sprechen ja gerade über eine Situation, in der es einen konjunkturellen Abschwung gegeben hat, entsprechend auch die gesamtwirtschaftliche Kreditnachfrage gering wäre. Das heißt, ein abrupter Zinsanstieg würde das deutsche Finanzsystem treffen, aber auch weiterhin lange niedrige Zinsen, unser zweites Risikoszenario. Und wenn die Zinsen lange niedrig bleiben, länger als erwartet, dann gibt es vermehrt Anreize, in risikoreiche Anlagen zu investieren. Und das würde eben weite Teile des Finanzsektors betreffen, nicht nur die Banken, über die ich jetzt hier vorwiegend spreche, sondern auch die Versicherer und die Pensionseinrichtungen. Die könnten also diesen Effekt nicht kompensieren. Was bedeutet also das, was ich gerade beschrieben habe, für die Finanzstabilität? Aktuell überwiegen die konjunkturellen Abwärtsrisiken. Tendenziell dürften die Risiken, die am Markt eingegangen werden, unterschätzt werden und dafür auch ein zu geringer Preis verlangt werden. Ein stärkerer Konjunktureinbruch, als dieses erwartet wird, und fallende Vermögenspreise würden dann mehrere Verwundbarkeiten gleichzeitig offenlegen. Man muss ganz klar sagen, einzelne Risiken wären durchaus verkraftbar, aber wir sprechen hier von einem Negativszenario, in dem also Kreditrisiken, Bewertungsrisiken, Zinsänderungsrisiken gleichzeitig eintreten würden und sich entsprechend im Finanzsystem verstärken würden. Und das würde ich gerne, diesen Verstärkungseffekt würde ich gerne an einer Grafik kurz illustrieren. Also was würde passieren, wenn es zu einem Konjunktureinbruch käme und dieser stärker ausfallen würde, als das erwartet ist? Zunächst mal würde das Eigenkapital, die Kapitalquote der Banken unter Druck gesetzt. Verluste, Abschreibungen und steigende Risikogewichte würden dazu führen. Was können die Banken dann tun, um die Eigenkapitalquote, die dann von der Aufsicht gefordert würde oder auch vom Markt gefordert würde, weiter zu erfüllen? Eine Möglichkeit wäre es, das Eigenkapital durch interne Mittel zu erhöhen, also Gewinne einzubehalten, weniger an die Aktionäre auszuschütten. Aber wir sprechen ja hier gerade von einer Situation, in der es einen Konjunktureinbruch gegeben hat und sinkende Gewinne oder gar Verluste eintreten. Also letztlich wäre das kein Weg, der in einer solchen Situation, muss man immer sagen, gangbar wäre. Eine zweite Variante wäre es, Kapital am Markt aufzunehmen. Aber auch da ist es eben kurzfristig in einer solchen Situation nicht möglich, wenn viele Banken diesen Weg gleichzeitig gehen. Ist ja dann also letztlich für alle versperrt. Und damit bliebe dann in einem solchen sehr starken, sehr unerwarteten Konjunkturabschwung letztlich der dritte Anpassungskanal, nämlich eine Bilanzverkürzung, der Abbau von Kreditrisiken, was sich wiederum negativ auf die Kredite auswirken würde und damit auch eine Rückkopplung hätte auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Das ist sozusagen ein Ansteckungseffekt im Finanzsystem, der einen konjunkturellen Abschwung
verstärken könnte. Ob es diesen Effekt gibt, wie stark dieser Effekt ausfällt, das hängt letztlich davon ab, wie die Puffer im System sind gegenüber Verlusten. Und vor diesem Hintergrund ist es sehr positiv zu bewerten, dass die Banken seit der Finanzkrise weltweit, auch die deutschen Banken, mehr Eigenkapital aufgebaut haben. Viele mikroprudentielle Regulierungsmaßnahmen, aber auch die makroprudentiellen Kapitalpuffer für systemrelevante Banken haben dazu beigetragen. Allerdings sind eben diese Verwundbarkeiten, über die ich gesprochen habe, nicht auf einzelne Institute begrenzt, sondern betreffen das gesamte Finanzsystem. Das heißt, wenn viele Marktteilnehmer in guten Zeiten zu optimistisch sind und dann in einem möglichen Abschwung ähnlich reagieren, kann das verstärkende Effekte auf das Finanzsystem haben. Jeder Einzelne würde sich dann durchaus risikobewusst verhalten, aber gerade dieses risikobewusste Verhalten kann im System dazu führen, dass keine ausreichenden Puffer mehr da sind und eben diese Effekte auf das Finanzsystem nicht ausreichend berücksichtigt werden. Das heißt, unser Ziel ist es, das Ziel makroprudentieller Politik, solche Gefahren für die Finanzstabilität frühzeitig zu erkennen, rechtzeitig zu handeln, um die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems zu schützen. Und wir denken, dass sich aus makroprudentieller Sicht derzeit Handlungsbedarf ergibt. Das möchte ich etwas genauer ausführen. Und zwar zunächst mal betrifft das natürlich jeden einzelnen Marktteilnehmer. Jeder einzelne Marktteilnehmer sollte eine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegenüber schlechten Zeiten aufbauen. Das heißt, im Risikomanagement bei Finanzierungsentscheidungen sollten auch solche Szenarien betrachtet werden, die potenziell zu hohen Verlusten führen können. Das bedeutet, auch nach den Nachrichten, Neuigkeiten, die wir jetzt ganz aktuell bekommen haben, das bedeutet auch, sich mit der letztlich nicht ganz ausgeschlossenen Möglichkeit eines harten Brexits zu beschäftigen. Zyklische Risiken, über die ich hier gesprochen habe, erfordern präventives Handeln. Das heißt, bereits in guten Zeiten sollten Puffer aufgebaut werden gegenüber konjunkturellen Risiken, die dann genutzt werden können in schlechteren Zeiten, um Ansteckungseffekte zu vermeiden. Entsprechende makroprudentielle Instrumente gibt es, die umfassen ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten, Warnungen und Empfehlungen, aber auch makroprudentielle Kapitalpuffer. Über das Thema Daten hatte ich eben schon kurz gesprochen. Wir haben es ja auch hier schon häufiger in dieser Runde diskutiert. Wir haben nach wie vor in Deutschland eine sehr schlechte Datenlage zum Markt für Wohnimmobilien, gerade was die Finanzierungsbedingungen angeht. Also um es abschließend zu sagen, gerade die aktuell sehr günstige konjunkturelle Lage bietet die Möglichkeit, Bilanzen zu stärken und Widerstandskraft gegenüber schlechteren Zeiten aufzubauen. Damit möchte ich schließen, bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Das war kurz und knackig. Frau Schäder. Ja, einmal zu den Daten zu Wohnimmobilien. Hier in Ihrem Redetext steht ja auch, Deutschland gehöre da zu den Schlusslichtern in Europa. Können Sie uns denn vielleicht schildern, was sozusagen der Goldstandard ist? Also was bräuchten Sie denn, was es vielleicht anderswo gibt? Und zum anderen frage ich mich, Sie haben ja auch diesen Stresstest hier auf Seite 85 folgende des Berichts, wo steht, im ganz extremen Szenario könnte die Kernkapitalquote der Banken, die interne Modelle verwenden, um über 4 Prozentpunkte fallen. So, jetzt frage ich mich auch nach allem, was Sie eben gesagt haben, sind die Eigenkapitalvorgaben, die wir jetzt haben, eigentlich nur für eine Schönwetterperiode geeignet, jedenfalls was Banken mit internen Modellen angeht, und müsste man dann nicht doch eine höhere ungewichtete Eigenkapitalquote haben generell? Ja, vielen Dank. Zunächst zu dem Thema Daten. Ich würde mich jetzt ein bisschen scheuen, ein anderes Land herauszustellen und zu sagen, die machen es genau richtig und genauso genau das brauchen wir auch. Der Punkt, um den es letztlich geht, ist, dass wir aktuell natürlich nicht, es ist nicht so, dass wir gar nichts wissen über den Immobilienmarkt. Wir wissen sehr viel über die aggregierten Kredite. Wir können in die Bilanzen der Banken schauen, in unseren üblichen Statistiken und sehen, wie aggregiert die Kreditvergabe aussieht.
Wir wissen aber nur sehr wenig auf einer systematischen Basis darüber, wie die Kreditvergabestandards sind. Also viele Dinge, über die wir reden, wenn es eben um das Thema Wohnimmobilien und Risiken für die Finanzstabilität geht, viele Dinge haben ja etwas damit zu tun, wie sind die Vergabestandards, wie sind die Beleihungsausläufe, wie sieht es aus mit der Verschuldung auch der Kreditnehmer, die hier Kredite aufnehmen. Und da fehlen auf einer systematischen Basis fehlen einfach disaggregierte Daten. Also das ist der wichtigste Punkt, dass wir, um einschätzen zu können, ob sich Risiken für die Finanzstabilität aufbauen, mehr wissen müssten darüber, wie die Vergabestandards sind. Und das auf einer sehr viel disaggregierteren, auf einer sehr viel granulareren Basis, als wir das im Moment haben. Es gibt, Sie werden das sicher auch schon gesehen haben, wir haben ja ein Set von Wohnimmobilienindikatoren auch auf unserer Homepage. Das speist sich aber zum Teil auch aus privaten Quellen, die alle sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig sind für ihren Zweck. Aber wir brauchen eben, wenn es auch um aufsichtliche Themen geht, brauchen wir letztlich auch eine gute Datenbasis, die wir dann auch für die Einschätzung der Risikolage entsprechend nutzen können. Zu der Frage der Stresstests, vielleicht kann auch genau zu dem Thema auch Banken und die Regulierungsumgebung der Banken wird sicherlich auch Herr Würmeling noch etwas sagen. Wir müssen, ich weiß nicht genau, welche Aussage Sie jetzt in dem Bericht anspielen, wir müssen bei dem Stresstest, hat ja im Moment auch den europäischen Stresstest der EBA gegeben, da muss man ganz klar sagen, der ist und zunächst mal aus einer mikroprudentiellen Perspektive geführt worden, die ist manchmal vielleicht auch ein bisschen verzerrt dargestellt worden in den Medien. Mikroprudentiell und makroprudentiell sind ja nicht Gegensätze. Ich habe ab und zu mal gelesen, man muss sich entweder entscheiden, ob man jetzt mikroprudentiell oder auf der makroprudentiellen Seite steht. Die Dinge ergänzen sich ja sehr stark. Und was die mikroprudentielle Aufsicht was das Ziel der mikroprudentiellen Aufsicht ist, ist wirklich auf die einzelne Bank zu schauen. Wie würde die mit einem Stressszenario umgehen, sich auch die Modelle anzusehen und all dies. Ziel der makroprudentiellen Aufsicht ist es dann ja zu schauen, was können Ansteckungseffekte im System sein. Also es ist wirklich eine makroökonomische Perspektive, wenn Sie so wollen. Und wir beschäftigen uns jetzt eben mit dieser Frage, wie sieht es aus, wie werden konjunkturelle, zyklische Risiken, wie werden die im Moment abgebildet, auch in den Risikomodellen der Banken. Und das ist das Thema, mit dem wir uns hier beschäftigt haben. Also es geht jetzt nicht um die Frage, sind die Modelle gut oder schlecht? Ich glaube, die haben eine sehr wichtige Rolle, eben gerade auch für die Mikroaufsicht. Aber hier ist die Frage, können sich Verstärkungseffekte im System ergeben in einem konjunkturellen Abschwung, der schwerer ausfällt als erwartet. Und da sehen wir schon die Gefahr, dass das sein könnte. Aber Sie wollen es vielleicht noch ergänzen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Frage war darauf gerichtet, ob nicht eine Unterschätzung der Risiken bei Banken, die interne Modelle anwenden, dann letztlich die Berechtigung von diesen internen Modellen infrage stellt, wenn ich sie richtig verstanden habe. Und dazu ist in der Tat zu sagen, dass natürlich die internen Modelle ja auf der Idee beruhen, dass man eben rückblickend aus dem Rückblick für einen gewissen Zeitraum halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit herauslesen kann, ob sich bestimmte Risiken auch in der Zukunft materialisieren. Und in der Tat ist es natürlich so, wenn Sie in diesem Bezugszeitraum und der ist normalerweise 5 bis 7 Jahre, ja, einen andauernden konjunkturellen Aufschwung haben, dann vermindern sich natürlich in diesem Zeitraum auch strukturell die Risiken. Und deswegen sind die Prognosen für den dann folgenden Zeitraum günstiger, auch wenn es allerdings so ist, dass innerhalb der Regeln für die internen Modelle auch verpflichtend vorgeschrieben ist, dass man auch einen Downturn sozusagen berücksichtigt. Wir unternehmen in der Bankenaufsicht erhebliche Anstrengungen, um dort die Unterschätzung von Risiken in den internen Modellen entgegenzutreten. Wir haben insgesamt in der Tat auf der gesamten SSM-Ebene eine Übung TRIM durchgeführt, wo praktisch alle internen Modelle nochmal auf diese Gefahr hin durchgeschaut wurden. Ich meine, ich bin Ihnen dankbar, Frau Buch, dass Sie nochmal sehr klar den unterschiedlichen Ansatzpunkt von Mikro- und Makroaufsicht hier dargestellt haben, insbesondere auch auf der Folie 17. Und der Umstand, dass man widerstandsfähige Banken hat,
schließt halt nicht aus, dass es Gefahren für die Finanzstabilität aus makropotenzieller Sicht gibt. Und in dieser Situation befinden wir uns halt heute. Wir arbeiten daran, dass die Widerstandskraft der Banken gestärkt wird. Und ich denke, da sind in den letzten 10 Jahren auch erhebliche Fortschritte erzielt worden. Und im Übrigen ist es ja so, dass wir mit dem weiteren Kapitalaufbau von Basel III noch zu Stärkung der Kapitalkraft kommen. Die Prüfung der internen Modelle ist eine der wichtigen Maßnahmen, die ich genannt habe, aber auch die Stresstests, auf die Sie eben noch mal Bezug genommen haben. Auch das Deleveraging schreitet voran. Also insofern können wir zukünftigen Stress mit größerer Gelassenheit entgegensehen als vielleicht in der Vergangenheit. Aber das heißt natürlich nicht, dass es diese Risiken nicht gibt. Und deswegen ist auch unsere permanente Aufforderung, die Sie hier auch dargelegt haben, an die Finanzdienstleister, an die Banken, nicht nachzulassen in den Anstrengungen, die Robustheit zu stärken, die höhere Eigenkapitalpuffer aufzubauen. Und da haben wir im deutschen Bankmarkt halt das große Problem der Ertragsschwäche, die halt schlicht und einfach die Möglichkeiten einschränkt, zusätzliche Puffer aufzubauen. Dennoch stellen wir fest, dass die Banken das versuchen und wir achten mit allen unseren Möglichkeiten darauf, dass eben die Zinsänderungsrisiken, Kreditrisiken, Marktrisiken nicht unterschätzt werden. Gut, als nächstes Herr Otto von der ZFGK. Vielen Dank. Ich habe 3 Fragen. Nochmal bitte um ein bisschen Erklärung und Unterschätzung von Kreditrisiken. Da sind so furchtbar viele Konjunktive drin. Könnten und würden und hätten. Können Sie es für mich etwas konkreter machen, auf was für einer Basis Sie wirklich sagen können, dass Banken hier Kreditrisiken unterschätzen? Ja, die Risikogewichte sind ein Stück gestiegen, sind aber immer noch auf sehr niedrigem Niveau. Wenn ich das sehe in der Abbildung, dann, dass das ausgeweitet wurde an Unternehmen, die tendenziell weniger Eigenkapital haben, heißt ja nicht, dass das potenziell ausfallgefährdet ist. Also vielleicht einfach da mir noch mal ein bisschen Interpretationshilfe geben. Zweite Frage, Banken und Eigenkapital, Herr Würmling, Sie haben es eben angesprochen. Thesaurierung geht nicht in einem Konjunkturabsprung mit Verlusten. Eigenkapital am Markt geht auch nicht, wenn alle gleichzeitig kommen. Und RWA-Abbau geht auch nicht, weil es die Konjunkturkrise verstärkt. Also was sollen Banken denn nun machen? Was ist die Handlungsempfehlung sozusagen, auch wenn Sie keine geben dürfen als Aufseher, ist klar. Dritte Frage, so ein bisschen widersprüchlich in den letzten Tagen. Auf der einen Seite keine Aufsicht der leichten Hand, was Frau Lautenschläger und Herr Hufeld in den letzten beiden Tagen noch mal betont haben. Gleichzeitig aber immer wieder die Betonung, dass man Regulierung überprüft und schaut, wo man etwas abbauen kann. Also ist das ein Widerspruch oder verstehe ich das nur falsch? Ja, vielen Dank für ein ganzes Bündel an Fragen, das mir aber in der Tat die Gelegenheit gibt, das eine oder andere noch mal ein bisschen genauer zu erklären. Zunächst zu dem Thema Unterschätzung von Kreditrisiken. Das hat 2 Dimensionen. Der Würmling hat die erste gerade schon oder beide eigentlich schon sehr gut auch dargestellt. Und zwar einmal geht es darum, wie gut ist die Prognosekraft der Entwicklung der Vergangenheit nach vorne blickend. Also, und das geht uns sicherlich allen so, deswegen habe ich eben das vielleicht etwas plakative Beispiel des langen Sommers genutzt. So ein bisschen hatte man schon vergessen, dass es auch mal irgendwann wieder grau und neblig ist, so wie jetzt. Und ich glaube, das ist jetzt aber sehr viel fundamentaler, das Problem letztlich in ganz, ganz vielen wirtschaftlichen Zusammenhängen. Alle Bewertungen sind ja im Grunde genommen dadurch, dass wir sehr niedrige Zinsen haben, gegenüber ihrem langfristigen Gleichgewichtswert, wo auch immer der liegen mag, etwas zu günstig. Und natürlich sind das auch Dinge, die sich in den Bilanzen, in den Risikobewertungen reflektieren. Also die Frage, können wir die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung, die wir in der Vergangenheit hatten, wirklich so fortschreiben? Das Risiko, dass das nicht der Fall sein wird, ist jetzt eben aktuell gestiegen, weil wir viele Unsicherheiten haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das, was eben etwas in dieser Grafik veranschaulicht war, was passiert eigentlich im gesamten System? Und da können sich eben Rückkopplungseffekte ergeben, die auch
durch das Risikomanagement eines jeden einzelnen Marktteilnehmers nicht wirklich gut abzubilden sind. Also es sind diese beiden Dimensionen, einmal die Prognosefähigkeit und dann das, was passiert eigentlich im System. Und deswegen, was sollen die Banken tun oder was braucht insgesamt das Finanzsystem, um hinreichend stabil zu sein, auch über so einen zyklischen Abschwung hinweg? Das sind eben ausreichende Puffer, die man dann auch eben im Abschwung tatsächlich nutzen kann, um eben diese Ansteckungseffekte zu reduzieren. Aber das kann vielleicht gleich noch ein bisschen ergänzt werden. Lassen Sie mich vielleicht nur zwei Sätze sagen, auch darüber hatten wir hier ja schon berichtet. Die Frage, was bedeuten all diese Überlegungen, die wir hier anstellen, für die Regulierung nach vorne blickend? Ist alles geschehen? Müssen Dinge angepasst werden? Das ist ja eine Diskussion, die immer wieder aufkommt. Ich glaube, erstmal ist es wichtig zu sagen, dass ganz wesentliche Regulierungspakete abgeschlossen sind, also dass da nicht neue Dinge geplant sind. Aber es ist noch nicht alles voll implementiert. Und wir müssen natürlich auch beim Thema Finanzstabilität auch immer darauf achten, wohin eigentlich Risiken abwandern, in welche Bereiche des Finanzsystems. Das ist dann zunächst erstmal eine Frage der Beobachtung von Risiken, dann aber auch die Frage, wo ist möglicherweise Handlungsbedarf. Nach hinten blickend, also die Reformen, die bisher umgesetzt sind, dafür gibt es ja ein sehr strukturiertes Verfahren auf G20-Ebene beziehungsweise beim Financial Stability Board, nämlich ein Rahmenwerk zur Evaluierung von Reformen, was im Moment auch schon angewendet wird. Ich glaube, im letzten Jahr hatte ich darüber berichtet, dass wir dieses Rahmenwerk hatten, aber es noch keine konkreten Anwendungsbeispiele gab. Inzwischen gibt es die und ich glaube, das ist ein sehr guter, sehr strukturierter Prozess, um mit diesen vielen unterschiedlichen Themen im Zusammenhang mit der Regulierung umzugehen und vor allem auch zu sagen, es gibt natürlich jeden einzelnen Marktteilnehmer, der ein Interesse hat an einer bestimmten Regulierung, einer Stärkung, einer Schwächung, wie auch immer, aber wir haben natürlich auch eine gesamtwirtschaftliche Perspektive und ich glaube, das wird da sehr gut abgebildet. Ja, vielleicht noch ganz, ganz kurz zur Ergänzung, also um es klar zu sagen, Herr Otto, es gibt nicht die geringste Absicht, die Regulierungsstandards abzusenken, aber es gibt natürlich schon die Historie, dass die Regulierung, die im Gefolge der Finanzmarktkrise ergriffen wurde, in erster Linie halt große systemisch relevante Institute im Blick hatte. Das kommt ja alles aus einer G20-Vereinbarung über Europa dann zu uns. Und dass manche Regeln, die dann, wenn die in kleinen und mittleren Banken angewendet werden, das eigentlich wenig Sinn macht. Und das ist halt Gegenstand des Monitorings, das wir sowohl auf der Ebene des Basler Ausschusses wie auf der Ebene der Europäischen Union wie auch auf deutscher Ebene haben. Und wir haben uns ja hier als Bundesbank auch mit sehr klaren Vorschlägen an der Debatte beteiligt für kleine Absenkung der Meldestandards für kleine und mittlere Unternehmen und so weiter. Das ist ja im Moment in der Schlussphase der Gesetzgebung in Brüssel und da haben wir auch schon ersten Erfolge erzielt. Zu den Kreditstandards nur ganz kurz. Was wir eben feststellen, ist, dass sich eben die Kredit-BIP-Lücke schließt. Ja, das heißt, dass im Grunde die Nachfrage-Lücke sich weitgehend schließt. Und damit ist natürlich angesichts des Einlagenüberschusses die Versuchung groß, dann eben die Kreditstandards zu senken. Das haben wir auch in der Bank Lending Survey jedenfalls in Ansätzen gesehen. Die Überzeichnung von vielen Assetpreisen im Zuge der ultra-expansiven Geldpolitik kann natürlich auch dazu führen, dass Sicherheiten überschätzt werden und so weiter. Das sind so die Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und in der Tat ist es eben so, dass in der Krise die zwei Möglichkeiten bestehen für eine Bank, die Frau Buch erwähnt hat. Einerseits die Leveraging, andererseits Kapitalaufbau und in der Tat ist eben in Deutschland nicht ganz so einfach ist und deswegen auch unser Votum und unsere Empfehlung, dass man eben in der Zeit, wo es eben gut geht, entsprechende Puffer aufbaut, damit man dann in so einer Situation ja nicht gezwungen ist, letztlich seine Geschäftstätigkeit einzuschränken, die dann eben die von Frau Buch geschilderte Spirale auslösen würde, die dann am Ende zu Gefahren für die Finanzstabilität führt. Gut, als nächstes auf der länger werdenden Liste Nina Luttmer von der Frankfurter Rundschau. Folgende Fragen. Also zum einen
also wenn man, ich finde, wenn man diesen Bericht liest, dann hat man das Gefühl, also dass so, also gefühlt sind so 50% geht es um Wohnimmobilien, also um Kredit, Immobilienrisiken. Ich finde auch so, also wenn man das als Laie liest, hat man schon das Gefühl, dass sich da ganz schöne Risiken aufbauen, so wie Sie das alles formulieren. Ich frage mich, wenn Sie dann am Ende sagen, also auf Seite 58, und Sie haben es ja auch selber gesagt, heißt es dann plötzlich, ja, wir sehen eigentlich doch keinen Grund, dass man da handeln muss. Das erschließt sich mir nicht. Also die Hälfte dieses Berichts den Immobilienrisiken zu widmen und dann zu sagen, aber eigentlich muss man gar nichts tun. Da frage ich mich dann, was muss denn passieren, damit Sie was tun? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist zu der, zu dem Thema, was sozusagen die Aufsicht jetzt machen kann. Verstehe ich das jetzt richtig, dass Sie fordern, dass man hier auch antizyklische Puffer einführen sollte? Also wenn Sie sagen, man muss handeln, also es kann ja nicht, das Handeln ist ja wahrscheinlich nicht nur ein Aufruf an die Banken, sich doch netterweise mal Gedanken zu machen, sondern die Aufsicht will ja wahrscheinlich auch irgendwas tun. Viele Länder haben ja diese Puffer, ich glaube wir nicht. Vielleicht könnten Sie dazu noch was sagen. Dann nochmal eine kurze Frage zu der Datenlage. Was wird Ihnen denn entgegengehalten? Ich meine, Sie fordern das ja seit Jahren, die Datenlage muss sich verbessern. Was wird Ihnen denn entgegengehalten auf politischer Seite, warum das nicht getan wird? Also eigentlich wird ja immer gesagt, man muss alles tun, um das Finanzsystem sicherer zu machen und da tut sich nichts in diesem Punkt. Warum nicht? Und die letzte Frage einfach ganz platt, sind Sie beunruhigt oder sind Sie entspannt, was das Finanzsystem angeht? Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht mal die erste und die dritte Frage zu den Daten zusammenfassen, weil das, glaube ich, thematisch dasselbe Thema ist. Zunächst mal, also dass die Hälfte des Berichts zum Thema Wohnimmobilien ist, glaube ich, wenn ich mal durchzählen würde, nicht der Fall. Aber das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass das ein Thema ist, was im Moment auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark drin ist. Also man stellt ja fast jeden Tag den Fernseher an und sieht Berichte über das Thema Wohnimmobilien. Von daher ist es ein extrem wichtiges, relevantes Thema, nicht nur für das Thema Finanzstabilität. Und ich glaube im Übrigen auch, dass bessere Datenlage in diesem Bereich für viele andere Politikbereiche hilfreich wäre. Aber wir sprechen jetzt eben über das Thema Finanzstabilität und was wissen wir über, wir haben es ja eben schon diskutiert, über wichtige Indikatoren wie Vergabestandards, wie Verschuldung. Das sind in der Tat, also dieses ganze Bündel an Indikatoren, das ist etwas, was wir uns ansehen, wenn wir dann zu einer Einschätzung zur Lage der Finanzstabilität kommen oder den Risiken, die aus den Wohnimmobilien kommen. Also ein Preisanstieg alleine, wenn der im Extremfall, also wenn das getrieben ist durch eine sehr hohe Eigenkapitalfinanzierung der Investoren, dann kann das sehr schmerzlich werden für einzelne Investoren, die sich dafür spekuliert haben. Aber das wäre insofern kein Thema für Finanzstabilität, weil sich daraus eben nicht diese Ansteckungseffekte für das Finanzsystem ergeben würden. Das heißt also auch die Hürde, jetzt wirklich scharfe makropotentielle Instrumente in diesem Bereich zu aktivieren, die liegt natürlich sehr hoch, weil man, wenn man hier, wenn Sie sich ansehen, was andere Länder tun, die schränken die Beleihungsausläufe ein, also wie viel Kredit kann ich aufnehmen für eine Immobilie, die sehen sich auch die Einkommenssituation der privaten Haushalte an und das sind alles nachfrageseitige Instrumente, die natürlich mit einer sehr hohen Hürde versehen sind, bevor man die aktivieren würde. Und das hat auch was wieder mit der Datenlage zu tun. Wir wissen eben, wir können uns die aggregierten Informationen ansehen, aber wir wissen sehr wenig disaggregiert. Das heißt also auch eine Einschätzung, wie würde denn potenziell so ein nachfrageseitiges Instrument wirken. Auch darüber haben wir im Moment nicht viel Informationen. Aber wie gesagt, dieses Gesamtbild aggregiert sieht eben im Moment so aus, dass die Preise zwar steigen, aber die Kreditvergabe nicht so dynamisch und wir auch gerade mit dem einen Indikator nimmt Verschuldung der privaten Haushalte im Aggregat keine starke Dynamik haben. Die anderen Punkte, über die wir hier gesprochen haben, es bilden sich zyklische Risiken heraus. Wir haben Überbewertungen. Das hat letztlich ja alles, was auch mit diesen Dingen zu tun. Also das, worüber wir gesprochen haben, ausreichende Puffer aufzubauen auf der Angebotsseite, also bei denjenigen, die da
diese Immobilienfinanzierung durchführen. Das hätte durchaus ja auch Auswirkungen hier. Also wir sagen jetzt gezielt, speziell für den Immobilienmarkt sehen wir das im Moment nicht, dass Handlungsbedarf besteht, aber für den allgemeinen Aufbau zyklischer Risiken schon. Also von daher ist das Thema durchaus abgedeckt. Es ist nicht so, als hätten wir das geschrieben und dann beiseite gelegt und etwas anderem zugewandt, sondern das ist eigentlich das Teil eines Gesamtbildes. Was den antizyklischen Kapitalpuffer angeht, das ist sicherlich etwas, was wir diskutieren. Ich hatte ja eben auch gesagt, dass dieser makroprudentielle Handlungsbedarf auch ein ganzes Spektrum an Instrumenten umfassen kann. Also wir reden jetzt über diese Dinge, wir geben auch unsere Einschätzung der Lage wieder. Das ist ja durchaus auch, wenn Sie es über die Kommunikation sehen, auch schon eine weiche Maßnahme. Wir sind also, was das angeht, nicht, um zu Ihrer letzten Frage zu kommen, sind wir vollständig entspannt. Nein, gerade was dieses Thema angeht, eben nicht, weil wir schon sehen, dass es hier zyklische Risiken gibt, die sich im Finanzsystem aufbauen. Ja, da gibt es eigentlich nichts zu ergänzen, nur ganz kurz zu der Bemerkung, wir tun ja nichts, das ist jetzt nun für die Bankenaufsicht keineswegs zu sehen. Im Gegenteil, wir tun eine ganze Menge. Ich habe ja eben eine ganze Reihe von Maßnahmen genannt, Kapitalaufbau, Deleveraging und so weiter, Verbesserung des Risikomanagements und so weiter. Also der Schwerpunkt des Handels liegt im Moment auf der mikroprudentiellen Seite und Sie haben eben die beiden Möglichkeiten angesprochen, makroprudentiell zu handeln. Und wenn wir jetzt heute hier alle Beteiligten auffordern, Puffer aufzubauen, ja, das heißt also präventives Handeln, ja, dann ist es die Aufforderung, das zu tun, was wir mit dem antizyklischen Kapitalpuffer sonst auch verordnen könnten. Und diese Puffer sind ja so konstruiert, dass sie eben in guten Zeiten aufgebaut werden und dann aber in schlechten Zeiten auch von einem auf den anderen Tag wieder abgebaut werden, sodass genau der Puffer entsteht, den man braucht, um das Dilemma zu vermeiden, was Herr Otto ausgeführt hat. Und insofern würde ich sagen, wir sind weder beunruhigt noch sind wir entspannt, sondern wir sind auf alle vorbereitet und appellieren an alle, das ebenso zu sein. Ein Satz vielleicht noch ganz gerade kurz zu dem antizyklischen Kapitalpuffer. Wenn Sie sich das mal ansehen, weil Sie die anderen Länder erwähnt haben, das ist auch im Bericht, ist das dargestellt. Da haben wir zwei Komponenten. Es gibt so eine regelgeleitete Komponente und es gibt einen Ermessensspielraum. Also es ist ganz interessant, sich das auch anzusehen, wie die anderen Länder hier argumentieren, weil die so wichtig, wo Regelbindung und strukturiertes, klares Handeln ist, so schwierig ist es doch manchmal, gerade wenn sich so eine etwas unterschiedliche Risikolage ergibt, dann auch nur dieser harten Regel zu folgen. Also das ist eigentlich ganz interessant. Also von daher sind diese ganzen Analysen, die wir auch in dem Zusammenhang betreiben, auch wieder ein wichtiger Input, also letztlich die ganze makroprudentielle Arbeit baut auf der guten mikroprudentiellen Arbeit auf. Und umgekehrt geben wir natürlich auch, dann gibt es wieder Feedback von unseren Analysen in diesen mikroprudentiellen Aufsichtsbereich. Also genau, also im Moment ist es so, würde ich jetzt mal so darstellen, dass wir eigentlich auch auf den, also wenn wir haben natürlich auch die Diskussion im Ausschuss für Finanzstabilität und sprechen mit den Kollegen, die hier zuständig sind, da gibt es eine ganz, ganz große Bereitschaft, hier auch weiter voranzugehen. Sie haben ja auch gerade gehört, ich habe es in der Presse jetzt entnommen, Herr Hufeld hat sich ja auch zu diesem Thema geäußert. Also, dass wir etwas tun müssen, ist ganz klar. Wir hatten die Diskussion ja auch schon, wenn Sie sich erinnern, es gab die Empfehlung des AFS, des Ausschusses für Finanzstabilität, makroprudentielle Instrumente für den Immobilienmarkt zu schaffen und eine ausreichende Datengrundlage. Es sind dann zwei der vier Instrumente auch vom Gesetzgeber geschaffen worden. Die Datengrundlage dieser Teil ist erstmal zurückgestellt worden. Einer der Gründe war auch, dass natürlich gerade wenn es um personenbezogene Informationen zu privaten Haushalten geht, zur Verschuldung, da natürlich eine besondere Sensitivität auch zugrunde gelegt werden muss. Aber wir sind jetzt sehr, sehr strukturiert dabei, auch mit diesem Thema weiter voranzugehen. Also ich glaube, das war dieses Thema Datenschutz, sind das nicht sehr sensitive Informationen, welche Kosten entstehen, auch bei den Berichtenden dann für diese Datenbereitstellung. Aber ich glaube, da sind wir in sehr guten Gesprächen, kann ich mal so sagen, dass wir da auch wirklich jetzt einen Schritt weiterkommen. Jetzt aber Bernd Neubacher, Börsenzeitung. Ich habe zwei Fragen. Zum einen,
Zum einen ist mir aufgefallen, dass Sie sich sehr besorgt zeigen, wie prozyklisch das alles wirkt und kommt schon ein bisschen die Angst davor zum Ausdruck, dass sich das alles nachteilig auswirken könnte. Da wollte ich mal fragen, sind dann nicht die Aufsichtsstandards schlecht? Also man hat jetzt mit Basel II prozyklisches Instrumentarium eingeführt. Anfang nächsten Jahres werden nochmal Bilanzen nach IFRS 9 zum ersten Mal vorgelegt, wo auch kritisiert wird, dass er sehr prozyklisch wird. Das könnte einen ja mal nervös machen. Da würde ich mich, wollte ich mal gerne fragen, wie Sie das einschätzen, ob das vielleicht ein Problem der Aufsichtsstandards ist. Und man könnte, wenn man wollte, die Frage noch weiter fassen, ob jetzt die makropotentielle Aufsicht vielleicht das reparieren soll, was man da mikropotentiell vergeigt hat in Basel oder bei den Gremien, die das alles festsetzen, weil makropotentielle Aufsicht ist ja auch noch nicht so alt und wie das alles zusammenspielt, ist ja auch noch nicht jedem klar. Das würde mich mal interessieren. Zum Zweiten wollte ich mal ganz konkret fragen, bei den Wohnimmobilien ist mir jetzt klar geworden, dass Sie eine bessere Datenlage fordern. Herr Hufeld hat das angekündigt, dass es eine Abfrage geben wird. Gibt es außerdem noch Sachen, die Sie jetzt an Maßnahmen ergreifen? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ergeht der Appell an die Banken, weiter Kapital aufzubauen und man droht damit, dass man sonst einen antizyklischen Kapitalpuffer verhängt. Und wie ist sonst die Agenda? Wartet man, dass dann dieses neue Meldeformat da ist und guckt sich dann die Immobiliendaten an, um dann gegebenenfalls weiter zu entscheiden? Oder gibt es da noch mehr? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich fange mal an mit den Vergabestandards und sind die schlecht? Ich glaube, wir haben gerade schon darüber diskutiert, dass es hier nicht darum geht, oder Aufsichtsstandards, es geht nicht darum, die Aufsicht zu kritisieren, die internen Modelle der Banken zu kritisieren. Also alle diese Dinge haben ihre Ziele, ihre Funktionen. Bei der mikropotentiellen Aufsicht geht es, wie gesagt, darum, die auch sehr ausdifferenziert ist, geht es darum, sich mit der Solvenz, der Liquiditätssituation der einzelnen Banken zu beschäftigen. Und das Bankgeschäft, das Finanzgeschäft ist nun mal ein sehr komplexes. Also entsprechend ist auch die Regulierung komplex. Und es geht überhaupt nicht darum, jetzt mit makropotentieller Aufsicht zu sagen, wir haben das ausgedrückt, zu reparieren oder die Fehler der Mikroaufsicht zu reparieren, sondern das ist eine ganz andere Sichtweise. Es geht hier wirklich darum, sich das gesamte Finanzsystem anzusehen. Makropotentielle Aufsicht ist auch nicht eine makropotentielle Aufsicht über die Banken. Also vielleicht weil wir aus Zeitgründen auch sehr auf die Banken fokussiert haben, hat das ein bisschen aus dem Blick genommen, dass der Bericht sich auch sehr intensiv mit dem Thema Versicherungen, Pensionsfonds beschäftigt. Wie sieht eigentlich die internationale Lage aus? Also es geht wirklich um dieses Zusammenspiel im Finanzsystem. Und die Frage, gibt es da andere Bereiche im Finanzsystem, die möglicherweise Risiken ausgleichen können? So könnte das ja auch der Fall sein. Gerade für die Risiken, die wir hier identifiziert haben, sehen wir das eben im Moment nicht. Also wir sehen viele Teile des Finanzsystems, die in ähnlicher Weise Risiken ausgesetzt sind. Also wie gesagt, nochmal kein Gegensatz, sondern wirklich eine Ergänzung. Und beides hat seine Berechtigung, ist natürlich auch im Basler Rahmenwerk mit verankert. Und klar, seit der Krise haben wir eine sehr gute Konjunktur gehabt. Also viele dieser Maßnahmen sind natürlich auch noch nicht getestet. So schreibt der Währungsfonds das ja auch in seinem Global Financial Stability Report. Und deswegen sind wir natürlich immer daran, uns auch diese Dinge anzusehen. Der dritte Punkt zu den Daten, das war, glaube ich, wie es jetzt beim Immobilienthema weitergeht. Also da ist es ja auch nicht so, dass wir jetzt alle nur darauf warten, dass die Daten kommen, sondern wir machen ein regelmäßiges Monitoring. Wir machen mit den Informationen, die wir haben, machen wir auch unsere Analysen zur Finanzstabilität. Das ist in dem Bericht, ist eben auch ein Stresstest für die Banken, ein makropotentieller. Und da sehen wir eben, ich müsste jetzt noch mal wiederholen, was ich eben schon gesagt habe, da sehen wir eben bestimmte Indikatoren, die stärkeres Risiko anzeigen. Wir sehen andere Indikatoren, die das nicht so stark tun. Und da sind wir die ganze Zeit eben dran, auch regelmäßig hier dieses Monitoring zu machen. So, dann Philipp Plickert von der FAZ. Eine Frage an Sie, Frau Buch. In den letzten Jahren haben Sie immer wieder die Überbewertung der Wohnimmobilien verglichen mit dem, was man als vernünftig mit Fundamentaldaten herbeileiten könnte, angesprochen. Und ich meine mich zu erinnern, vor 2-3 Jahren fing es mit 15% Überbewertung an und dann ging es hoch auf 30, bis zu 30. Und jetzt sind Sie bei 15 bis 30, heißt es, dass Sie
wieder ein bisschen runtergehen mit Ihrer Sorge, weil die Spanne jetzt relativ groß ist, die Sie da anbieten? Weil in den letzten Jahren sind die Preise ja weiter deutlich gestiegen. Man könnte sagen, sie sind noch ein bisschen dynamischer gestiegen, als die Fundamentaldaten das eigentlich hergeben würden. Müsste ja die Überbewertung immer noch ein bisschen Ticken mehr steigen, ist sie aber nicht nach Ihrer vorsichtigen Schätzung. Also gehen Sie da wieder ein bisschen runter mit Ihrer Besorgnis. Nein, das ist eigentlich ein vergleichsweise konstantes Bild, was sich da zeigt. Also auch die Diskussion, die wir hier geführt jetzt haben über die Indikatoren, ist ja sehr ähnlich. Ich sage vielleicht noch mal kurz, was diese Fundamentaldaten, die hier eingehen in diese Schätzung, also letztlich die Frage, wie entwickeln sich die Demografie, wie entwickelt sich die regionale Wirtschaft? Das ist ein sehr, sehr disaggregiertes Modell, regional disaggregiertes Modell der Preise für Wohnimmobilien. All diese Informationen gehen da ein. Es sind auch unterschiedliche empirische Modelle, die da zur Anwendung kommen. Und daraus ergibt sich eben diese Spannbreite der Überbewertung, also relativ zu den genannten Fundamentaldaten. Und da gibt es jetzt also keine große Veränderung, weder in die eine noch in die andere Richtung, was jetzt nur diesen Teil der Indikatoren angeht. Also von daher ist es eigentlich eine sehr ähnliche Geschichte, vielleicht mit Nuancen natürlich, weil wir jetzt ein Jahr mehr Daten und Informationen haben. Aber das Grundbild hat sich da nicht verändert. Okay, dann sind wir jetzt bei Saskia Lindmann, Wirtschaftswoche. Ja, ich würde zum einen gerne nochmal konkret zu der Unterschätzung von Kreditrisiken nachfragen. Ist es denn so, dass die Risikovorsorge, die im Moment da ist, ausreicht oder ist jetzt schon zu wenig gemacht worden? Dann zum anderen das Thema Puffer bei den Banken. Sie sagen, die sollen jetzt Kapitalpuffer aufbauen. Ist es dafür nicht eigentlich schon zu spät? Also hätten die Banken das nicht in den Jahren vorher jetzt schon machen müssen und ist da genug passiert? Das würde ich gerne wissen. Und eine allgemeinere Frage, ich würde gerne wissen, inwiefern Sie das Thema Italien aktuell beunruhigt. Also vor allen Dingen auf das Bankensystem, auf die Banken bezogen, aber auch auf das Finanzsystem allgemein. Danke. Risikovorsorge. Also die Risikovorsorge ist ja ein Vorgang, der passiert, wenn ein bestimmter Kredit notleidend wird. Das ist durch Bilanzierungsregeln vorgegeben, wann Sie dann dort Rückständungen bilden müssen. Also das ist ein ganz konkreter Anlass. Risikovorsorge ist jetzt hier in dieser Terminologie nicht allgemein gemeint, dass man für sein Risiko vorsorgt, sondern die Risikovorsorge findet dann statt, wenn halt ein Kreditausfall gefährdet wird. Und wenn dieser Anlass da ist, dann ist es durch die entsprechenden Bilanzierungsregeln vorgegeben, dass diese Vorsorge betrieben werden muss. Das steht im Grunde nicht im Ermessen der Bank, Risikovorsorge im engeren Sinne zu betreiben, sondern muss ausgelöst sein durch einen entsprechenden Event innerhalb dieses Kreditsvertrags. Wir sehen natürlich schon, dass Puffer aufgebaut worden sind, auch über die gesetzlich vorgegebenen Eigenkapitalanforderungen hinaus. Dafür gibt es auch die entsprechenden Bilanzierungsregeln. Aber wir sind der Auffassung, das ist ja unsere Hauptbotschaft heute, dass eben die Widerstandskraft gegenüber schlechteren Zeiten noch weiter verstärkt werden sollte, dass man größere Puffer hat. In der Tat ist natürlich insofern die Bankenaufsicht zyklisch, als dass natürlich, wenn schlechte Ereignisse eintreten, Herr Neubacher, dann kann man natürlich nicht sagen, dann senken wir jetzt die Eigenkapitalanforderung. Ja, das wäre ja völlig abstrus. Und deswegen eben auch die klare zweite Botschaft, zyklische Risiken erfordern präventives Handeln. Italien war noch übrig. Ne? Ja, die Puffer, es ist nicht schon zu spät und Italien, das war immer noch übrig, genau. Naja, also es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache von Finanzstabilitätsberichten, dass wir sagen, was passiert, wenn die Negativszenarien eintreten. Zunächst mal müssen wir überlegen, was die Basislinie im Moment ist oder das Basis
Szenario. Und das ist ja ein weiterhin intakter konjunktureller, eine weiter intakte konjunkturelle Situation. Das heißt, wir haben schon Zeit, und das ist ja genau das, was ich gesagt habe, wir haben schon Zeit, jetzt auch ausreichende Puffer aufzubauen, Vorsorge zu treiben, sozusagen das Immunsystem des Finanzsystems zu stärken. Also von daher würde ich das jetzt nicht so sehen, dass es schon zu spät ist, sondern wir müssen eben diese Zeit jetzt auch nutzen. Auch da wiederum, das ist ja nicht nur was, was jetzt Deutschland betrifft, das betrifft auch viele andere Finanzsysteme, Bankensysteme. Ganz ähnlich hat es auch der Internationale Währungsfonds jetzt nochmal in seinem globalen Finanzstabilitätsbericht gesagt. Italien, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, wir betrachten die Situation nicht. Natürlich ist das ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen, wie Sie alle auch. Es hat auch eine ganze Reihe von politischen Dimensionen, die wir hier natürlich jetzt nicht diskutieren. Ich würde einfach mal nur zwei Dinge sagen. Zunächst mal zeigt, glaube ich, diese Situation, dass wir einfach sehr viel Unsicherheiten haben, auch politische Unsicherheiten, zeigt, dass wir eben auch für diese Zeiten Vorsorge treffen müssen, in denen sich dann möglicherweise Risiken realisieren. Was wir jetzt bisher gesehen haben an den Märkten war ja Korrekturen der Preise, auch Korrekturen der Spreads für Italien. Bisher hat es keine großen Ansteckungseffekte gegeben. Das ist ja auch immer die Frage, die wir uns stellen müssen. Gibt es Ansteckungseffekte? Also von daher durchaus eine Marktdisziplin, die auch wirksam wird, aber eben keine starken Ansteckungseffekte. Perspektivisch, wir haben eben, kam die Frage nach der Regulierung und wo stehen wir denn da? Und ich glaube, das ist jetzt nichts, worüber wir jetzt ganz aktuell sprechen, aber natürlich ist nach wie vor auf der Regulierungsagenda die Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Risiko von Staaten in den Bilanzen der Banken um? Also dieser Bank Sovereign Nexus, der ja viel besprochen worden ist, wird natürlich auch den kann man natürlich auch am Beispiel Italien sehen, aber ich denke, das ist was in Ruhe besprochen werden muss und nichts, was jetzt irgendwie als akute Handlung auf der Agenda steht. Gut, als nächstes Hans-Benzin, Dow Jones. Frau Buch, ich wollte nochmal nachfragen auf die Frage der Kollegin von der FR nach antizyklischen Kapitalinstrumenten, haben Sie gesagt, die Hürde, solche Instrumente zu aktivieren, liege sehr hoch. Und das liege auch daran, dass Sie nicht ausreichend granulare Daten hätten, sodass Sie die Wirkung dieser Instrumente schlecht einschätzen könnten. Diese Antwort bezog sich tatsächlich also auf mögliche antizyklische Kapitalpuffer für Banken, ja? Es tut mir leid, wenn ich dann über zwei Sachen gleichzeitig gesprochen habe und das nicht richtig getrennt. Nein, die Hürde auch der Aktivierung, also sowieso, das gilt für alle Regulierungsmaßnahmen. Wir müssen uns oder für die Aktivierung von Instrumenten, wir müssen natürlich gute Analysen durchführen und uns damit beschäftigen, wie denn potenzielle Wirkungen sein können. Das gilt grundsätzlich für alle Maßnahmen. Ich hatte hier speziell über das Thema der Maßnahmen gesprochen, die auf der Nachfrage, auf der Kreditnachfrageseite ansetzen, weil es da eben darum geht, das sind auch Dinge, die es ja bisher auch, die wir so noch nicht zur Verfügung hatten. Also die Frage, will ich konkret bei einer Immobilienfinanzierung die Beleihungsausläufe begrenzen? Das wären die beiden Möglichkeiten, die man hätte. Also den Wert der Kredite relativ zu dem Wert der Immobilie, das könnte beschränkt werden. Das ist die sogenannte Loan-to-Value-Ratio auf Englisch und Amortisationsanforderungen. Das sind die beiden Instrumente, die für den Wohnimmobilienmarkt speziell zur Verfügung stehen würden, wo wir, wie gesagt, hier sagen, wir sehen keine Notwendigkeit, speziell über diese Instrumente nachzudenken. Und da haben wir auch dieses Datenthema. Bei dem antizyklischen Kapitalfonds ist es ein bisschen anders. Der würde auch eben bei den Banken ansetzen. Also da haben wir auch eine ganz andere Datenlage und auch von der ganzen Analyse, die dahinter liegen würde, sieht es ein bisschen anders aus, als wenn man jetzt über diese, sag mal, neueren Instrumente nachdenken würde. Genau, das ist natürlich eine Diskussion, die wir auch durchaus auch in internationalen Gremien und überall, wo sehr viel darüber gesprochen wird, wie sieht es denn aus mit dem antizyklischen Kapitalpuffer, ist jetzt die Zeit, den anzuwenden oder nicht? Das ist eine Diskussion, die auch international und europäisch geführt wird. Also da ist natürlich eine große Ermessensentscheidung, aber es gibt einen ganz klaren Indikator und das ist die Kredit-BIP-Lücke und die lässt sich relativ verlässlich berechnen. Gut, dann sind wir jetzt bei Frank Siebel, Reuters.
rufen ja die Banken auf, sich noch stärker mit der Vorsorge zu beschäftigen und nötigenfalls weitere Kapitalpuffer aufzubauen. Meine erste Frage dazu, betrifft das vor allem die großen börsennotierten Banken, betrifft das eher kleinere Banken oder wo sehen Sie da den größten Bedarf im Bankensystem? Und zweite Frage nochmal zum Thema der Wohnimmobilien. Sie sprechen von Übertreibungen von 15-30% in den Städten. Setzen das in Beziehung zur Verschuldung auch der Haushalte und schlagen keinen Alarm, also zumindest nicht so laut. Ab welchem Maß der Übertreibungen würden Sie denn deutlich lauter werden und wie würden Sie da das entsprechende Schuldenniveau der privaten Haushalte in Beziehung setzen? Zunächst zu der ersten Frage, wo ist der größere Bedarf, so hatten Sie es, glaube ich, genannt, größere oder kleinere Banken, was diese Exponiertheit gegenüber zyklischen Risiken angeht. Ich würde da so keine Rangfolge treffen. Also ich würde nicht sagen, das ist bei den größeren Banken jetzt weniger virulent als bei den kleineren oder umgekehrt, sondern ich würde sagen, die Ausprägung dieser zyklischen Risiken, die ist unterschiedlich, je nachdem, ob Sie sich die größeren Banken oder die kleineren Banken ansehen. Nehmen Sie das Beispiel Zinsänderungsrisiken. Das ist ja eine Facette der makroökonomischen oder zyklischen Risiken. Da sind sicher die kleineren Banken in Deutschland, die kleineren mittelgroßen Banken stärker exponiert. Es sind auch viele, die gleichzeitig da eine Verwundbarkeit haben, während das andere Banken andere Themen haben. Wir haben über die Kreditrisiken lange gesprochen. Also von daher würde ich nicht sagen, ich könnte das nicht jetzt gewichten, welche Gruppe oder welcher Handlungsbedarf ist da stärker, sondern das ist insgesamt haben wir eben ein System, in dem sich diese zyklischen, diese makroökonomischen Risiken aufbauen und davon sind eben größere Teile des Bankensystems betroffen. Dann die Frage, ab welchem Schwellenwert würde man denn jetzt nun handeln? Also wenn unsere Volkswirte ausgerechnet hätten, ich weiß nicht, nehmen wir jetzt irgendeine Zahl, 20-40%, müssen wir dann denn nicht endlich sagen, jetzt ist es aber soweit. Sie haben es eben ein bisschen an dieser Diskussion über den antizyklischen Kapitalpuffer gesehen. Also da gibt es durchaus den Versuch, einen ganz klaren Schwellenwert festzulegen. Nichtsdestotrotz haben Sie immer noch eine Ermessensentscheidung damit drin und das halte ich auch für sinnvoll. Also ich glaube nicht, dass man makroprudenziell Politik so betreiben kann, dass man sagt, da ist ein klarer Schwellenwert und wenn der überschritten wird, dann gehen alle Warnsignale an, sondern wir sehen eben eine Vielzahl von Indikatoren an und versuchen dann zu einer Abschätzung zu kommen. Da sind natürlich schon auch quantitative Modelle dahinter. Wie würde eine bestimmte Verschlechterung der Rahmenbedingungen, wie würde das wirken auf die Banken? Aber sie werden immer auch da einen Teil von Ermessen mit drin haben und das ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass das so ist. Wir haben, wenn Sie schauen wollen, wir haben zum Beispiel auch Indikatoren über Frühwarnindikatoren im Bericht. Da gibt es eine Box, in der das beschrieben wird. Und da sehen Sie dann schon, dass die Immobilienpreise sozusagen nach vorne blickend sehr starke Warnsignale geben. Das wird für Deutschland dadurch abgemildert, dass wir einen sehr hohen Leistungsbilanzüberschuss haben. Also von daher ist dieser Frühwarnindikator springt nicht so stark an, sondern Sie haben diese beiden Effekte. Sie haben einmal die Immobilienpreise und Sie haben den Leistungsbilanzüberschuss. Aber genau das kann natürlich nach vorne gerichtet auch ein Risiko sein, wenn eben, wie ich geschildert habe, die Handelskonflikte weiter eskalieren würden. Ne? Also von daher müssen wir immer mehrere Indikatoren ansehen und können nicht nur auf einen Wert blicken und müssen auch ein bisschen sehen, wie sich die Dinge zusammensetzen. Gut, Pauline Uede von Leseco. Also nach dem Stresstest hat Luis de Guindos eine 9% Eigenkapitalquote erwähnt und ich wollte wissen, nach eure Kenntnisse, ob diese 9% Quote die persönliche Meinung von Herrn de Guindos widerspiegelt oder eine verbindliche Mindestquote ist. Also ich habe die Äußerung nicht vernommen. Er war gestern in diesen Räumlichkeiten, hat diesen Vorschlag bei einer anderen Gelegenheit nicht wiederholt. Ich kann das deswegen schlecht kommentieren, aber ich kann ganz allgemein sagen, dass das System der Bemessung von Eigenkapitalanforderungen ausgesprochen ausdifferenziert ist, ist durch Basler Mindeststandards vorgegeben, zum Teil
in der Europäischen Union und in Deutschland entsprechend angepasst worden. Wir machen auch von allen Puffern Gebrauch, also von den G-SIP, also von systemisch relevanten und anderen relevanten Puffern. Und insofern sehe ich im Moment keinen Punkt, an diesen diese Regeln in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass der Kollege de Guindos das tun wollte. Er müsste etwas näher wissen, in welchem Zusammenhang er diese 9% erwähnt hat. Vielleicht können die Kollegen ja, Herr Löber, können Sie sich da irgendwie einen Reim drauf machen, was die 9% bedeuten sollen? Könnte das die Quote sein, unter die beim Stresstest das Eigenkapital nicht fallen soll, zum Beispiel? Also das hat er damit gemeint. Ja gut, dann kann ich klar sagen, dass wir uns ganz bewusst dafür entschieden haben, beim Stresstest keine Durchfallquote mehr vorzugeben, anders als bei den ersten Stresstests, weil wir mittlerweile eben das Instrument des SREP, also eines Kapitalzuschlags im Hinblick auf die spezifische Risikolage eines Instituts haben. Und in die Berechnung von diesem Kapitalzuschlag fließen die Ergebnisse des Stresstests ein. Und das ist dann die aufsichtliche Konsequenz von diesem Stresstest. Und die ist im Moment auch in dieser Phase auch die sinnvolle. Gut, dann jetzt Niklas Komfort von Bloomberg. Hallo. Sie werden gestatten, dass ich als vielleicht einziger Brite im Raum eine Frage zu Brexit stelle. Es gibt ja auch also durchaus Finanzstabilitätsrisiken von einem harten Brexit. Frau May wird ja heute mit ihrem Kabinett ihr Plan vorstellen. Also wenn man es liest, wird es wahrscheinlich nicht im Parlament gehen, aber es ist ein anderes Thema. Für die Finanzstabilitätsrisiken, ich würde mich interessieren, was denn Ihnen am meisten Angst macht. Also wir haben ja gestern von der Kommission gehört, dass es Equivalence für Clearinghäuser aus England geben kann, auch sehr schnell. Also ist das Thema vom Tisch? Ist Ihnen eher Sovereign Risk Weightings für ein Drittland? Macht das Ihnen das mehr Angst? Was sind denn die Punkte, wo Sie wirklich sehen wollen, dass Banken vorbereitet sind? Also Herr Cookies hat ja auch am Montag gesagt, dass es für Contract Continuity doch einen Legislative Fix geben wird. Herr Wermeling hat sich ein bisschen anders in den vergangenen Monaten ausgesagt, dass das ist wirklich ein Problem für die Industrie, das sie lösen muss, aber es gibt doch Hilfe aus Berlin. Was macht Ihnen denn Angst da spezifisch? Danke. Ich kann die Frage relativ kurz beantworten, vermutlich ein bisschen zu allgemein gemessen an dem, was Sie als Antwort erwarten. Am meisten Angst macht mir, dass die Marktteilnehmer sich nicht ausreichend vorbereiten und alle darauf hoffen, dass alle Dinge schon irgendwie politisch geregelt werden. Also ich glaube, das ist ja auch ein Beispiel dafür, wie unsicher die Situation ist. Jetzt sind wir durch die Meldung von gestern Abend vielleicht alle etwas hoffnungsfroher, dass der harte Brexit abgewendet wird. Wir sind selber jetzt gar nicht in diesen Verhandlungen drin, von daher kann ich da keine Einschätzung zu abgeben. Und alle beobachten natürlich im Moment, was passiert und nehmen auch wahr, welche Ratschläge gegeben werden. Die Kommission hat das ja auch getan. Und ich glaube, es sollte wirklich jeder Einzelne sein Geschäftsmodell, seine Risiken überprüfen und sich wirklich auch auf das potenzielle Risiko eines harten Brexits einstellen. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Deswegen macht es jetzt, glaube ich, an dieser Stelle auch keinen Sinn, da jetzt ins Detail zu gehen und zu überlegen, was ist jetzt die wichtigste Maßnahme. Da haben wir auch keine Berechnungen dazu. Aber ist so ein bisschen in diesem Gesamtbild, dass wenn sich alle darauf verlassen, dass es schon irgendwie gut geht und dass irgendjemand zur Hilfe kommt und die Regulierung entsprechend so anpasst, genau das kann dann risikoreich sein. Ich glaube, wenn alle mit der angemessenen Besonnenheit herangehen und sich gut vorbereiten, dann kann man irgendwie kurzfristige Verwerfungen an den Märkten nie ausschließen, aber dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es zu großen Risiken für die Finanzstabilität kommt. Also vielleicht noch zu der Einschätzung der aus aussichtlicher Sicht. Es ist natürlich schon so, dass mittlerweile insbesondere die internationalen tätigen Institute solide Pläne für die Vorbereitung auf den Brexit, auch auf einen Hard Brexit vorbereitet haben. Allerdings wird es sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch Stolpersteine geben, aber wir sehen nicht, dass sich daraus Probleme ergeben werden, die das Finanzsystem insgesamt ins Wanken bringen. Alle Finanzprodukte, die in UK angeboten werden, sind auch auf dem Kontinent erhältlich, vielleicht nicht in der gleichen Liquidität, vielleicht nicht zum gleichen Preis und so weiter. Aber von daher sehen wir selbst im Fall vom harten Brexit keine
echte Gefahr für die Finanzstabilität. In der Tat ist es so, dass wir immer gesagt haben, dass wir die Lösung bei der Lösung der Herausforderungen an erster Stelle die Institute sehen und deren Vorbereitung. Allerdings möchte ich heute auch die Notwendigkeit nicht ausschließen, dass hoheitliche Maßnahmen zur Risikoreduktion getroffen werden. Die würden wir als Bundesbank auch unterstützen. Allerdings dürfen sie nur vorübergehender Natur sein und dürfen nicht zu einem faktischen Fortbestehen sozusagen des Finanzpasses für das Vereinigte Königreich führen und sozusagen eine Mitgliedschaft imitieren. Nein, das ist eine Frage der Rechtstechnik, wie man daran geht. Man kann natürlich Produkt für Produkt, Richtlinie für Richtlinie, Verordnung für Verordnung bestimmte vorübergehende Maßnahmen ergreifen, aber eine praktisch vollständige Garantie des Finanzpasses, ja, über den Zeitpunkt des Austritts hinaus, das ist genau das, was wir nicht sehen. Okay, dann sind wir bei Jan Marlin, Handelsblatt. Ja, ich habe auch zwei Fragen. Einmal zu den Zinsänderungsrisiken. Da sind Sie jetzt vor allem auf die Risiken eingegangen für Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Ist das Ihre Hauptsorge in dem Bereich oder haben Sie zum Beispiel auch um den Lebensversicherungssektor oder andere Bereiche Sorgen, wie die davon betroffen sein könnten? Und zweitens eine Frage noch zu dieser zu Schaubild 2, zu den Verbraucherinsolvenzen. Sie haben ja gesagt, die Konjunktur ist historisch gut und man sieht das in sehr niedrigen Insolvenzquoten. Das bezog sich dann vor allem auf die Unternehmensinsolvenzen und Verbraucherinsolvenzen sind dann nicht so relevant für den Kreditmarkt, oder? Weil die Verbraucherinsolvenzen ja historisch doch noch relativ hoch sind. Danke. Ja, also vielen Dank erstmal für die Frage. Wir haben eben mal kurz darüber gesprochen, betrifft das nur jetzt einen Teil, die Risiken, über die wir sprechen, betrifft das einen Teil des Finanzsystems oder geht das darüber hinaus? Ich hatte jetzt die Zinsänderungsrisiken speziell auf die kleinen, oder hatte gesagt, das ist insbesondere ein Risiko für die kleineren und mittleren Banken. Wenn Sie sehen, im Bericht ist auch dieser Basler Zinsschock, genau, der angibt, wie stark werden denn die einzelnen Banken betroffen von Zinsänderungen. Und da sehen Sie es einfach strukturell, die Sparkassen und Genossenschaftsbanken ein höheres Zinsänderungsrisiko haben als die anderen Banken. Das liegt einfach in der Natur des Geschäftsmodells. Aber wir haben natürlich auch, und es gibt ein sehr ausführliches Kapitel zum Thema Versicherungen und Pensionsfonds, aber auch da haben wir natürlich Themen, wir haben ja auch in den letzten Jahren schon darüber gesprochen, dass es war mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, aber wir sprechen ja hier über Szenarien, die eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, dass es durchaus bei einem sehr schnellen, sehr abrupten Zinsanstieg auch so eine Art Run-Risiko bei den Versicherungen geben kann. Wenn man feste Rückkaufswerte hat, dann kann man berechnen, was sozusagen der kritische Zinssatz, bei dem es sich lohnt, seinen Vertrag aufzulösen. Das ist nicht das Szenario, was ich jetzt als eines der dominierenden ansehen würde, aber es ist zumindest etwas, was nicht ausgeschlossen werden kann. Und wir haben natürlich über alle Anleger hinweg den Punkt, dass wenn die Zinsen schnell steigen, dann ändern sich auch sehr schnell die Bewertungen. Also von daher ist dieses Zinsänderungsrisiko so ein Teilaspekt der makroökonomischen Risiken, die wir hier haben. Und das würde natürlich in weiten Teilen des Finanzsystems auch zu Neubewertungen der Aktiva führen. Also nicht isoliert auf diese Gruppe, aber das ist zur Illustration, ist es, glaube ich, ganz interessant, das so zu zeigen. Verbraucherinsolvenzen sind auch rückläufig. Also wenn Sie die, ganz am Anfang hatten wir eine
Grafik, in der ich das gezeigt habe. Und die grundsätzlich die Solvenz oder die Schuldentragfähigkeit der privaten Haushalte ist schon wesentlich, weil eben für viele Institute, und das sind jetzt auch wieder die etwas kleineren Institute, natürlich Wohnimmobilienkredite einen ganz entscheidenden Anteil an dem Kreditportfolio ausmachen. Also das sind Wohnimmobilienkredite, sind rund 50% der Kreditvergabe. Gerade auch der kleineren Banken, die Marktanteile haben sich nochmal in die Richtung verschoben. Also von daher ist schon sehr relevant, wie die Finanzsituation der privaten Haushalte aussieht. Herr Manin, darf ich noch mal kurz daran erinnern, wir haben ja bei der Niedrigzinsumfrage bereits ausgetestet, ob die Banken einen den Basel Zinsschock, also 30 Basispunkte, verkraften würden. Das war ja der Fall und wir werden die Niedrigzinsumfrage und auch die Immobilienumfrage nächstes Jahr nochmal wiederholen, um zu gucken, ob es dabei auch bleibt. Okay, haben wir noch abschließende Fragen? Frage zu der Grafik noch. Das Komische ist ja, dass Anfang der 2000er Jahre die Verbraucherinsolvenzen bei hoher Arbeitslosigkeit viel niedriger sind als jetzt zum Beispiel. Wie kommt das zustande? Das wundert mich etwas. Also haben Sie da eine Erklärung? Aber jetzt ganz spontan kann ich, da sind natürlich viele Dinge, die was mit Verbraucherinsolvenzen auch zu tun haben. Also nicht nur die Arbeitslosenquote, sondern auch die Einkommen, die Zinsbelastung und so. Das müsste ich jetzt, das interessante Korrelation. Wurde auch erst eingeführt, die Verbraucherinsolvenz. Ja, genau. Insofern ist das, glaube ich, erst die Verbreitung hat ganz andere Gründe. Genau. Also es ist eher, aber es ist in der Tat so ein bisschen irreführend, wenn man den gegenläufigen Trend hier sieht. Aber es hat mit vielen anderen Dingen zu tun. Okay, danke. Frau Buch, Herr Böblik, möchten Sie abschließend noch was sagen? Sonst? Eigentlich nicht, außer dass ich mich vielleicht bei Ihnen bedanke für die Fragen, die uns natürlich auch immer sehr helfen, auch über unsere Themen nachzudenken, wie wir es auch noch besser darstellen können. Also Feedback freut uns immer sehr von Ihrer Seite, insbesondere auch, weil die Kollegen, die an dem Bericht mitgearbeitet haben, auch hier mit im Raum sitzen. Bei denen möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken und die nehmen auch unsere Diskussion hier immer sehr interessiert mit auf. Vielen Dank. Gut, dann bedanke ich mich auch bei allen und wünsche allen noch viel Spaß bei der zweiten Hälfte der Eurofinance Week und einen schönen Tag noch.